Wenn man Auto unterwegs ist, bekommt man relativ schnell ein ganz anderes Lebensgefühl. Man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, ein Lager zu suchen, ein Lager abzubauen, einen Platz zu finden, sich das Essen zu holen. Die Sinne werden gestärkt, man hört besser, man fühlt besser, man hat weniger Hunger. Man merkt eigentlich in dem Moment relativ schnell, in welcher künstlichen Umgebung man eigentlich so in der Großstadt sich den ganzen Tag aufhält. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Alpen groß geworden. Und da war man als Kind schon sehr nah dran an der Biologie, an wie sich Tiere entwickeln, wie sich Pflanzen entwickeln, wie alles zusammenhängt, wie abhängig man als biologischer Organismus von seiner Umgebung ist. Und ich glaube, das beschäftigt mich bis heute. Einen guten Wissenschaftler macht aus, dass man den Spagat hinbekommt, zwischen gegenüber neuen und überraschenden Ergebnissen skeptisch zu sein und die nicht gleich ungefragt zu übernehmen und gleichzeitig dabei aber offen zu bleiben, dass es tatsächlich Erkenntnisse gibt, die man vorher nicht hat. Und das ist gar nicht so einfach. Als Stoffwechselbiochemiker war ich an der Beschreibung und Entdeckung von einigen Stoffwechselstörungen beteiligt. Und man ist inzwischen so weit, dass man Medikamente entwickelt und Therapien gegen diese Krankheiten entwickeln kann. Und wir hoffen, relativ bald Menschen direkt helfen zu können. Ich bin Markus Salzer, ich bin Einstein-Professor für Biochemie an der Charité Berlin.